hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute geht es um die Alpha 3.19 und das Lorville und Hurston Rework im Detail. Lasst also gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und wir legen gleich los. Zuvor noch ein paar kurze Worte zum Freitag heute also und zum Wochenende. Wir streamen heute ab 16 Uhr auf Twitch und schauen uns das neueste Star Citizen Live an. Mal sehen, was uns da Neuigkeiten und Infos präsentiert wird. Ob Brenn 19 heute noch ins PTU F1 geht, werden wir noch abwarten müssen. Auf jeden Fall, ich halte es nicht für unmöglich, auch nicht unrealistisch. Kann durchaus sein, da sie einfach Zeitdruck haben Richtung Invictus und so weiter. Wir haben schon darüber gesprochen früher, dass sie noch 3 Wochen ungefähr Zeit haben. Außerdem gibt es doppelte Stars sowie unser April-Monats-Giveaway, eine gigantische Aegis Reclaimer, also das fette Salvage-Schiff, natürlich mit lebenslanger Versicherung für euch. Der Link ist wie immer im angepinnten Kommentar, kommt dann also gerne ab 16 Uhr mit hinein in den Stream und ja, auch das T-Shirt, was CRG unterschrieben hat, wird heute noch direkt gezogen. So, nun aber zum Inside Star Citizen. Hurston war ja der erste Planet, der in der Welt von Star Citizen überhaupt online ging, gemeinsam mit seiner Hauptstadt Lorville. Das liegt mittlerweile knapp 5 Jahre zurück. Zeit also für ein Rework, für neue Assets und eine generell neue Spielerfahrung für uns. Immerhin konnte CRG nämlich in diesen 5 Jahren viel mehr lernen, wie man coole Städte baut und wie man generell das Design, die Verbindungen und so weiter richtig cool macht, was nun in 3.19 einfließt. An der grundsätzlichen Struktur hat sich erstmal nicht so viel verändert. Es gibt weiterhin das große Gebäude, also den Lorville Business District für den ganzen Schickimicki-Kram, sowie den Raumhafen und die ganzen Außenbereiche. Der industrielle Flair der Stadt in Kombination mit der neuen Wolkentechnik, die übrigens ganz Hurston bereichern soll, wird aber deutlich besser dargestellt. Es wirkt staubig, schmutzig und gleichzeitig eben auch gigantisch. Es hat ein bisschen was von Blade Runner und ist gleichzeitig an vielen Stellen so ein bisschen 1960er-Jahres-Style. Die Zuglinien schlängeln sich jetzt auch gut von Weitem sichtbar durch türkise Lichtlinien durch die ganze Stadt. Und hier bekommt man schon einen guten Eindruck von der schieren Größe. Während tiefgelegene Bereiche industriellen Zwecken dienen, also voller Frachtkisten, Kränen, Arbeitsgeräten usw. sind, heben sich die luxuriösen Hochbauten durch goldene Flächen und Dächer bis hinauf in den Himmel. Neue holographische Werbebanner, Plakate und Beschriftungen verleihen Lorville 2.0 einen geschäftlichen Flair rings um den Spaceport herum. Das Interieur der bereits bekannten Bereiche, also Raumhafen, Business District und dieser zentrale Bereich im Hotel, wurden aber nicht angefasst. Jedenfalls noch nicht. Sie bleiben erstmal wie gehabt, sie wurden nur ein bisschen bewegt, um einfach die Größenverhältnisse richtig zu beachten. Hier sehen wir mal die Debug-Ansicht von oben, was deutlich macht, um wie viel die Stadt eigentlich gewachsen ist. Das erlaubt CRG langfristig, jede Menge Platz nutzbar zu machen, etwa für neue Bereiche, Wohnhäuser, für Spieler oder andere Dinge, die wir irgendwann dort nutzen können. Im Laufe der nächsten Jahre soll ja generell nicht nur ein einziger Spaceport pro Stadt da sein, sondern auch mehrere kleine, was an Wohngebäuden, wo wir dann unsere ja, Apartments haben oder geschäftliche Bereiche haben, angedockt ist. Also da hat sich CRG schon mal gut vorbereitet. Die gesamte Stadt spreizt sich auch in kleine Industrieinseln aus, in welchen Fabriken gelegen sind oder Ressourcen verarbeitet werden. Daher sehen wir hier auch deutlich mehr Gießereien, Schmelzöfen und andere dampfende und qualmende und brennende Orte. So, starten wir mal beim Raumhafen und fliegen in Richtung dieser Inseln, bemerken wir auch schon die viel größere Distanz, sowie auch den Rauch und die ganzen Nebelschwaden. Kommen wir an, können wir die Anlagen sehen, die für den Wohlstand der Stadt verantwortlich sind und der Familie Hurston gehören. Mich persönlich erinnert das sehr stark an den industriellen Bereich von Coruscant, wo der Imperator mit Count Dooku sich ab und zu abgesprochen hat. Und dank neuester Belichtungstechnik wird allgemein ganz Hurston im neuen Glanz erscheinen. Ihr seht es, im Zeitraffer, besonders in der Nacht, die bei Weitem nicht mehr so langweilig und dunkel ist wie früher. Überall leuchten die Schmelzöfen, die Gebäude und auch die Zuglinien, sogar nochmal eine ganze Ecke besser als in Area 18. Und das wirkt sich dann auch aus, wenn wir uns innerhalb der Stadt bewegen, wie ihr gerade seht. Und auch während der Zugfahrten wurde deutlich an der Belichtung gearbeitet, sodass wir mehr Eindrücke von der Stadt bekommen können. Und ich denke, man kann durchaus sagen, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Level als vorher. Besonders geil sieht es auch nochmal von oben aus, quasi aus dem Weltraum. Wir sehen gleich noch eine andere Szene, wo man vom Spaceport, also vom Everus Harbor hinabblickt, aber das ist schon sehr, 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 sehr cool. Das könnte schon fast, ja, quasi ein Remake von einem bestehenden Spiel sein, wenn man ehrlich ist. Na gut, ist es ja auch in gewisser Weise. Und gerade diese deutliche Vergrößerung dieser industriellen Parts kommt besonders zur Geltung.
Um all das auch vernünftig von Namen zu erleben, wurden die Restricted Areas, also die Flugverbotszonen, deutlich reduziert und herabgesetzt. Es sollte also in 3.19 kein Problem mehr sein, einen ganz genauen Blick auf viele Details zu werfen und tief zu fliegen. Möglicherweise kommen hier sogar dann noch Rennstrecken bei heraus, das werden wir dann selber testen und uns gemeinsam angucken. Auch auf diversen Dächern wird man landen können, denn Lorville 2.0 ist an vielen Stellen schon vorbereitet worden für diese voll begehbaren Gebäude. Hier könnten dann Quests stattfinden, also Liefermissionen auf den Dächern oder andere Themen wie Kopfgeldquests und vieles mehr abgehandelt werden. Man muss hier auf jeden Fall nochmal klarstellen, es geht hier nicht um die reine Grafik. Das alte Lorville wäre nicht in der Lage gewesen, wirklich gut mit der Entwicklung von Star Citizen Schritt zu halten. Und immerhin ist die Stadt ja auch schon 5 Jahre alt. Die Entwickler haben viel dazugelernt, auch was den Bereich Performance angeht. Alte Assets kosten nämlich oftmals viel mehr Ressourcen als neue, während sie gleichzeitig schlechter aussehen. Und besonders die volle Begehbarkeit von Gebäuden, ja sogar der gesamten Stadt, wird eines Tages nicht nur Lorville, sondern auch alle anderen Städte in Star Citizen das nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Wie vorhin schon gesagt, wir wollen mehrere kleinere Spaceports haben, wo man schnell landen kann, man soll riesige Gebäude haben, die eigene Hangars haben, sich Wohnapartments, Geschäftsapartments und so weiter kaufen können, wir sollen unten sogar herumlaufen können, auf dem Gehsteig quasi an Geschäften einkaufen und so weiter und so fort. Es ist sogar eine U-Bahn geplant, ob bei Lorville weiß ich nicht, aber generell auch der Untergrund unter den Städten soll noch ausgebaut werden, also da ist jede Menge Kram in der Mache, aktuell auch in der Entwicklung und Lorville 2.0, das Reverb, ist quasi ja, die Vorbereitung dieser Stadt auf das, was noch alles kommen soll. Ja, aber was meint ihr denn zu alledem? Wie gefällt euch das Rework bisher und wessen neue Heimat wird Lorville in Alpha 3.19 werden? Schreibt es doch mal in die Kommentare und bringt dann gerne alle eure 3.19 Fragen, Themen, Wünsche und so weiter mit in den Stream ab 16 Uhr auf Twitch. Wir sprechen da über einiges und schauen uns auch alle Neuerungen an, die es gibt. Und wie gesagt, PTU, wir werden sehen, ob sie das heute noch schaffen sollten oder nicht. Für euch jetzt noch hier einen wunderbaren Vergleich von altem Lorville versus neues Lorville und noch ein paar weitere Aufnahmen von Lorville 2.0. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß und dann sehen wir uns nachher im Livestream wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. I
some go down on drone.